Wir sind am See und sind dort baden. Und dann ist zuerst mein einer Kollege reingekumpelt an der Stelle, wo ich dann später auch reingekumpelt bin. Und mit den Füßen voran und einfach so, als wäre nichts, ist wieder auftaucht. Dann ist mein zweiter Kollege reingekumpelt mit einem Köpfler und ist auch wieder auftaucht. Und dann bin ich reingekumpelt und bin dann ja, nicht mehr auftaucht. Ich bin jetzt seit dem Unfall ab dem fünften Halswirbel gelähmt. Das bedeutet eine Tetraplegie. Und das heisst eigentlich, dass alle vier Gliedmassen betroffen sind, also beide Beine und beide Arme. Mittlerweile sind es bald 11 Monate, als ich jetzt hier bin, im SBZ. Und die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen, eigentlich fast durchgehend. Aus den Erzählungen der Kollegen jetzt im Nachhinein weiss ich auch eigentlich genau dann, was abgelaufen ist. Und, aber wirklich selber daran erinnern kann ich mich eigentlich, dann, eigentlich nicht mehr so. Dann habe ich ihn von weitem schon her gesehen, aufs Wasser zu rennen. Mit einer riesigen Euphorie und Elan, wie er es einfach schon immer gemacht hat. Und nimmt dann halt auch mit dem Schwung einen Köpfler ins Wasser und ist dann nicht mehr aufgetaucht. Gleich darauf hat nachher der Kollege ihn gespürt an den Beinen und hat das dann gerufen und dann sind wir runtergetaucht, haben ihn gesucht, nachher gefunden im Grund und haben ihn dann ans Ufer rausgetragen. Und sobald er hier oben am Ufer war, war ein anderer Kollege hier oben und hat ihn angefangen zu beatmen und Herzrhythmusmassage zu machen. Man springt ins untiefe Wasser und dann schlägt der Kopf an. Und meistens ist es so, dass man gegen die Stirn und dann überdehnt oder wirklich flach auf den Kopf und dann drückt es das Rückenmark und die Wirbelsäule hier zusammen. Und das ist bei ihm auch passiert und das ist eigentlich eine typische Sache. Freude, Lust und plötzlich merkt man, das Wasser ist nicht so tief, wie man eigentlich gedacht hatte. Das kann passieren innerhalb von Sekunden und es hat Folgen am Ende fürs ganze Leben. Also, als ich dann gewusst habe, ich bin jetzt bei Bewusstsein, so, habe ich auch relativ schnell dann gemerkt, halt, dass mir in meinem Körper etwas nicht mehr so richtig ist. Und ich glaube, irgendwie so aus der Kombination, eben, dass ich vielleicht gleich dann irgendwie noch Erinnerungen an Ärzte oder so hatte, die mir etwas gesagt haben, habe ich dann auch gerade gewusst, eigentlich, wo ich bin. Ja, und bin dann eigentlich einfach froh gewesen, dass ich gewusst, ich habe es irgendwie überstanden auf eine gewisse Art. Also ich bin wieder da und erkenne die Leute auch und so. Und das war sicher schon mal trotzdem eigentlich positiv dann gewesen, dass ich wirklich gewusst habe, hey, ich bin um, oder? Die grösste Angst oder so Unsicherheit ist einfach, dass man nicht weiss, was auf einem zukommt irgendwie. Also, man merkt zwar, es ist anders, oder man ist in einer neuen Situation, aber weil man sich einfach ja, noch nie mit dem befasst hat, was das überhaupt alles bedeutet mit Querschnittlähmung und so weiter. Aber zusätzlich wird man halt so von Anfang an gut betreut und man weiss, es ist immer jemand rum oder man wird unterstützt und durch das kann man sicher schneller damit umgehen oder man weiss einmal, was jetzt gerade genau abgeht mit einem selber. Ja, vielleicht ein, zwei Mal habe ich mir überlegt, jetzt will ich nicht mehr. Aber dann habe ich fast schon wieder gedacht, weil ich Leute um mich herum habe, die mich vielleicht noch brauchen oder so, dass ich das eben nicht kann oder nicht will, sondern dass ich weitermachen will. Wenn ich dann da wieder rauskomme aus dem SBZ, zuerst einmal irgendwo in einem normalen Alltag wieder können ankommen und jetzt nach dieser langen Zeit im Spital wieder müssen, ja, Alltagssachen selber probieren zu meistern, wo da halt selbstverständlich waren, dass man sie einfach überkommt in dem Sinn. Ja, sein neues Leben in dem Sinn können zu meistern, das ist mal die erste grosse Herausforderung und dann wird ich glaube nach dies nachsehen, wo das es mich antreibt, ja.
jetzt, wo ich vielleicht gewisse Sachen nicht mehr so machen kann, wie ich sie früher gemacht habe, bin ich froh um die, die ich gemacht habe. Und ich glaube, man muss einfach irgendwie zu sich selber stehen können und sein Leben so gestalten, wie man das für sich für richtig hält. Weil wenn man so einen Schicksalsschlag erlebt, dann fährt man schon auf gewisse Sachen hinterfragen. Und mir hat es jetzt sehr geholfen, in dem Moment, dass ich auch sagen konnte, ich bin zufrieden, so wie ich bis jetzt mein Leben gestaltet habe. Und darum hat mir das sicher geholfen, dass ich jetzt positiv auch in die Zukunft schauen kann.